2023 fuhren knapp 26.900 Schiffe durch den Kanal. Damit ist der Nordostseekanal die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Der 11 Meter tiefe Nordostseekanal kann von bis zu 235 Meter langen, 32,5 Meter breiten Schiffen genutzt werden. Bei diesen maximalen Abmessungen beträgt die zulässige Tiefgang 7 Meter.
über wesentlich größere Mengen. Über die Brücke führt hier die Bundesstraße 5. Alle Brücken auf dem Nord-Ostsee-Kanal haben eine lichte Durchfahrtshöhe von 42 Metern. Das bedeutet, dass die maximale Höhe der Schiffe von der Wasseroberfläche bis zum höchsten Punkt 42 Meter betragen darf. Dabei ist immer noch ein zusätzlicher Sicherheitsabstand eingerechnet. Es gibt einige Kreuzfahrtschiffe, die extra mit einklappbaren Schornsteinen versehen wurden, nur damit sie den Nord-Ostsee-Kanal befahren können. Und da wir so lange auf die Schleuse warten müssen, wenn wir jetzt vor der Brücke schon drehen, da kommt auch Verkehr entgegen. Und dann den Rückweg langsam antreten. Dann können Sie in Ruhe die andere Seite der Brunsbütteler Hafenanlagen nochmal angucken. Und wir hoffen, dass wir die nächste Schleuse ohne so lange Wartezeit bekommen. Verloren. Thank you.
Ja, ja.